Oh oh, der EMF-Reader, ich habe zwei Birnen an. Nein, der ist im Raum, der ist, ich sehe ihn, vor mir, nein! Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crib. Das ist hallo ja. Leute. Hi. Hallo Ju. Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Das ist doof. Ich bin Batman. Das ist meine Date-Stimme, wenn ich ein Date habe, immer. Na du, alles gut bei dir. Geil, klappt und die funktioniert nicht. Besser als der Naked Man, oder? Nee, ich verbinde das meistens immer. Na. Ey, ihr müsst mich auf jeden Fall ein bisschen lotsen, weil ich hab's noch nie richtig gespielt, nur schlecht. Welches Level bist du ungefähr? Level? Null? Oh Level, nein, das Level 1, gespielt? Benötigte oh, XP. Aber ich hab ja euch. Bist du noch schlechter als ich? Noch schlechter? Hm. Ja. Vielleicht habe ich auch einen zweiten Account bei Fassbo. Ah, und scheiße, erst mal Fassbo probieren. Ja, genau, was wichtig wäre, Ju, dass du am Anfang mal in Einstellungen gehst und guckst, dass dein Mikrofon deinen Ton empfängt im Game. Und dann machst du auch noch Push-to-Talk aus am besten, würde ich sagen. Damit wir dich alle schreien hören wie ein kleines Mädchen. Genau. Oh, ja. Level 1. Ja, aber hier, Pexify ist auch Level 6 nur. Level 185 bist du? Das Spiel hast du ja einfach nichts anderes den ganzen Tag. Okay, aber Sound funktioniert. Ich höre euch immer lauter, je näher ich bin. Drin. Wie viel Geld hast du? Wahrscheinlich so achtstellig schon. Nee, ich habe 700, weil ich habe letztens mit Senioren zocken gespielt und ich bin so oft gestorben und ich habe immer alles ausgegeben und deswegen hatte ich irgendwann kein Geld mehr. Gut, dass ich hatte davor 5000 oder so. Du hast okay, ja echt alles gekauft. Ja, ich bin eure Schuppe. Warum sind wir eigentlich immer schauen? Hätten wir nicht unsere Skins ein bisschen ändern können, weil irgendwie sind die zwei gleich oder sind wir drei gleich? Wer bin ich? Wie sehe ich aus? Wir sind nur Frauen. Frauenpower hier. Da bin ich auch eine Frau. Ja. Bin ich auch eine Frau? Also, als allererstes. Ja. Du bist auch eine Frau. Als allererstes nehmt euch mal die Taschenlampen hier, weil es sind die starken. Starke Taschenlampen. Irgendwas genau. Knackt hier so. Wurde es auch? Wurde es auch? Oder was. Maxi? Oh, wir sind in der Schule. Irgendwas knackt Maxi? Hier. Maxi? Ja? Die starke Taschenlampe hast du genommen? Ja klar. Ey. Einer von euch aber noch nicht. Das ist die Taschenlampe. Boah, Alter, was du hier alles gekauft hast. Hier. Du, da unten ist eine bessere Taschenlampe, die läuft im Keller. Ach so. Du unten auf dem Schrank. Oh Mann. Die da, die unten ist ganz wichtig. Ah. Du? Ja, hinter dir. Ja? Okay. Ich kann die nicht nehmen, komischerweise. Auf E? Ja, auf E geht nicht. Also, ich glaube, du hast schon zu viel genommen. Ich bin hier. Mach mal, ich hab schon eine Taschenlampe, vielleicht deswegen. Mach mal G, ja. Genau. Ja. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, June, nimm mal das Buch hier unten direkt. Oh, das ist bestimmt ganz böse, dass ich das habe jetzt gleich, ne? Da muss ich gleich diesen Dämon da in mich rein führen. Und die Gefrier. Und du kannst auch gerne mal hier das Weiße nehmen, Ju, das EMF. Mit deinem EMF kann ich was nochmal genau machen? Die Temperaturen? Weißt du, ob ein Geist gerade aktiv ist? Nee, Temperatur hab ich. Okay. So. Und Maxify Fofo, wir brauchen auch noch Fingerabdrücke, das wäre hier. Also B ist Walkie-Talkie. Was mit dem Kruzifix? Haben wir eins? Ja. Okay. Ich weiß nicht, Fofo und Ju, ihr seid glaube ich gleich. Gleich in was? Wie wir sind. Aussehen. Ach krass, Zwillinge. Ja, ich wollte schon immer wie Ju aussehen, deswegen habe ich mich operiert. Nein, du nicht genug, du siehst anders aus. OP fehlgeschlagen. Barbara Thompson. Und wenn ich den Namen sage, dann... Squadstream. Ist das nicht so wie... Ist der, ist das so ein englisch sprechender Geist oder ist das so ein deutsch sprechender Geist? Wenn du alles auf Deutsch hast, dann ist das Deutsch. Okay, das war eine sehr dumme Frage, habe ich selber gerade gemerkt. Ja. Nun, möchtest du die Aufgaben vorlesen oder hast du schon? Okay, also. Die Aufgaben sind, entdecken Sie, um welche Art von Geist es sich handelt. Stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest, den holen wir später. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geisterevents werden. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäben. So, und der Geist scheint sowohl als Gruppen als auch auf jemanden, der allein ist, zu antworten, was sehr gut ist. Und da würde ich sagen, Barbara Thompson, wir kommen. Einer von euch hat die Kopfkamera noch nicht an. Kinder, bevor ihr rausgeht, du, Kopfkamera. Komm mir vor wie so eine Kindergärtnerin. Mama, wo ist die Kopfkamera? Achso, da. Ja. Oh, in die Schule. Endlich wieder Warte. Schule. Rechts oben, jemand ist gerade in den Camps, ne? Oh, sieht gruselig aus. Oh, da geht's wieder los. So.
aber dann müssen wir tanzen. Oh, das ist echt sehr dunkel. Der Geist kann instant schon angreifen, dadurch, dass wir auf Profi spielen. Wenn ich instant sterbe, dann weine ich, ne? Können wir über Lichter machen? Ja. Kannst du? Wollen wir uns aufteilen oder soll ich mit dir kommen? Also ich würde mich jetzt gerade erstmal ungern aufteilen, aber das ist passiert jetzt gerade eh schon. Fuck. Ich hab keine Angst. Hi. Bist du's? Hi, Joe. Hi. Sollen wir hier rein in die Sporthalle? Hier sieht's sicher aus, oder? Ja, Basketball. Liebe Basketball. Oh, können wir wirklich spielen? Ich glaube, nur in VR kannst du den hoch genug werfen. Man kann es allgemein nicht nehmen. Geist, wie alt bist du? Ja, voll fies. Was ist, wenn es ein weiblicher Geist ist? Geist, wie viel wiegst du? Kann man irgendwelche random Fragen stellen? Theoretisch sowas Spezielles wie Umgebungszeichen oder sonstiges. Ihr müsst mal und sonst Ton brauchst du das Maxi-Gerät. Macht euren Ton lauter, wenn ihr sagt, wenn er sagt, gib uns ein Zeichen, dann ist es meistens so, dass irgendein Telefon klingelt und da ist er. Okay, verstanden, Roger. Gib uns vielleicht will er auch nur reden dann. Geist, gib uns ein Zeichen. Wenn ihr alle nach da geht, Barbara Thompson, gib uns ein Zeichen. Soll ich dann mit dir kommen, dass du nicht alleine bist? Warte, ich sprinte, Maxi. Ich bin gleich gib da. Uns ein Zeichen. Ich hab immer noch gut geholt. Gib uns ein Zeichen. Da war was. Gib uns ein Schatten. Zeichen. Doch nicht. Ich höre irgendwas saugen. Irgendwas saugt hier. Das ist der Staubsauger. Zwischen meinen Beinen. Und? Entschuldigung, der Ausdruck. Gib uns ein Zeichen. Gib uns den Staubsauger zurück. Gib uns. Also, dass du im Medizinischen einen Begriff hast, der heißt Morbus Kobold. Weißt du, dass es das gibt? Das sind nämlich immer die Männer, die sich ihren Nippi mit einem Staubsauger abreißen. Mit dem Kobold. Als ob es dafür eine Bezeichnung gibt. Für ja, das, für etwas, was ich immer mache. Nein. Ja, Morbus Kobold. Morbus Kobold, gegen die Krankheit. Ja, ist ja auch. Gib uns ein Zeichen. Jetzt kommt so ein Staubsauger. Das wär's jetzt. Gib uns ein Zeichen, du Lelek. Du bist ein Angsthase. Komm doch, wenn du dich traust. Ich habe keine Angst. Vor dir. Komm, du Stück Scheiße. Ich gehe mal davon aus, dass der Geist in keinem Klassenzimmer ist, sonst hätte er schon längst geklingelt. Wie kannst du diese Radiostimme machen? Wenn du auf B drückst, kannst du Hallo? Mit uns kommunizieren. Hört ihr mich? Drück mal B. B. Hallo? Hört ihr mich? Also gedrückt halten, ne? Ja. Hey. Was war das? Ja. Jetzt. Hallo, Ju. Hallo. Er hat's geschafft. Ah. Hallo. Ich glaube, dass er oben ist. Gib uns ein Zeichen. Geist. Wie heißt sie nochmal? Barbara Thompson. Barbara Thompson. Öffne eine Tür. Ha, die ist abgeschlossen, die Tür. Doch nicht. Süß. Okay, ich glaube, wir gehen mal hoch. Sollen wir mal hochgehen, alle? Warte, hier noch was zum. Seid ihr da vorne? Oh, er huntet. Wie, er huntet über den in der Nähe? Danke dir, Eva. Vielen lieben Dank für den Tipp. Nee, ich hab einen Tipp gerade bekommen. Ich hab den EMF-Reader jetzt an. Ah, ja, genau, das hab ich mal. Genau, ja, die muss man anmachen. Hab ich vergessen zu sagen. Ja, klar, er spielt's erst im Harbour. Er soll, ja.
Also, das ist ein Horrorspiel, oder, was wir spielen? Ja, ja. Spaß. Ja. Nee, ich weiß schon, aber ich könnte mir gerne noch ein Tutorial gespielt, oder? Wie alt bist du? Also, das, wir müssen erst... Er wird nur antworten, wenn wir im Raum sind, Maxi. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo der Raum ist, mit der Gefriertemperatur und erst dann wird er antworten. Du, wenn du Shift drückst, ne? Ja, lauf ich. Aber der ist... Ich war mich zu sicher, ob sie schon... Du bist so mega viel schneller, wenn du sprintest. Gib uns ein Zeichen. Also, ich hab einen Herzschlag, glaube ich, gehört. 13? Wie 13? Was auch ganz wichtig... Was hast du da in der Hand? Ein Gefriertemp, also quasi der Messgefriertemp. Eine Gefrierbrand nennen wir das immer. Ich hab ein... Hier sieht's ganz gut aus, weil... Was kann ich mit dem EMF-Reader eigentlich machen? Wenn er Geist ist, dann schlägt das aus. Ah, okay. Genau. Muss cool. Also nicht unbedingt. Kommt auf den Geist an wahrscheinlich, oh, ne? Oh, hier ist irgendwo ein Waschbecken an. Hört ihr das? Bleibt mal leise. Oh, fuck, er handelt. Auf den Tisch. Oh, shit, er ist hier. Fuck. Warum blinkt das so manchmal, das Licht? Wir müssen jetzt durch. Seht ihr es? Warum blinkt das bei mir mal so? Mal weg von der Wand, gell? Blinkt mein Licht die ganze Zeit? Es blinkt nicht mehr, ne? Oh. Geister sind seit dem Update greifen die auch an, immer. Ach, es blinkt, wenn der Geist huntet. Ah. Läuft neben uns, ist in der Besiedlung. Sind wir jetzt alle hier wie Angsthasen in der Ecke? Er findet die Tür nicht. Und das Waschbecken ist angegangen, Leute. Ich habe das Gefühl, Maxi muss den Geist anlocken, ja, und rausgehen alleine. Ja, ich glaube auch, nur so können wir das gewinnen. Meint, Alter, das wirkt ja immer noch. Ja, der ist Profi. Der ist echt irgendwie ja, lange unterwegs Ecke gewesen. Ja, Profi dauert ewig lang, deswegen... Also ich glaube, er ist im Raum nebenan. Lass mal ganz schnell reingehen und es ist ein Waschbecken an. Das heißt, er hat uns ein Zeichen gegeben. Danke für das Zeichen. Und? Oh ja, hier ist der. Danke für euren ganzen Witz. Die Tür hier ist auf. Ich gehe gleich drauf ein. Ihr crazy people, was da los? Okay, nee, hier ist es nicht. Wir müssen noch weiter. Einen Raum weiter. Ja. Spannend. Oh Gott, ich hab Angst. Ja, aber rechts ist, glaube ich, das Waschbecken im Badezimmer, oder nicht? Jetzt höre ich auch, 12 Grad, 10 Grad. Oh, oh, oh. Nee, das ist nebenan. Nebenan. Hier, 6 Grad. Grad, hier waren 6 Grad. Hier, das ist in dem Raum. Sicher? In dem Raum. Das ist nebenan. Hier in dem Raum sind 6 Grad kurz gewesen. Es ist nebenan, es ist nebenan. Wir sollten kurz hier bleiben, weil der handelt gleich wieder, gell? Handelt jetzt gleich wieder, glaube ich. Lasst mich doch nicht zurück hier. Hier ist der Raum. So. Ja, oder? Ja, 5 Grad. Oh mein Gott! Oh Gott! Oh, dieses Arschloch! Oh mein Gott! Wo war's? Entschuldigung. Oh Gott, ey. Der hat genug kurz erschreckt. Aha, genug. Wollen wir dann wieder raus und alles holen, oder wie? Wir warten kurz, weil er wird jetzt Stress. Gleich reingehen und er handelt sterben. Ja, ey, ich hasse euch so sehr. Ihr seid doch schon im Geisterraum. Aber vielleicht die... EMF-Reader steht aus. Auf 4. Ist es ein gutes... Nehmen an, oder? Guck mal, mein EMF-Reader, oh, der piept. Geht die Tür auf. Ja, 4. Welche Tür? 4 Lichter. Bist du hier? Geist, wie alt bist du? Der ist hinter der Tür. Ey, dieses scheiß Waschbecken, ich würde das so gerne auf... Öffne die Tür! Nein, sag's nicht. Das Problem ist, wir müssen in den Raum nebenan, aber ich habe Angst, dass er gleich wieder huntet und dann stehen wir in dem Raum und sterben. Nee, wir müssen noch erst noch mal raus zum Kamera und so weiter holen. Ich würde sagen, wir müssen erst mal ermitteln. Zum Beispiel, wir haben ja noch ein Buch, wir haben ja noch Gefrier, wir haben Geisterbox, wir müssen ich das hab... erst. Ja, ja. Wir haben alles, oh, außer die Kameras, wir müssen das erstmal alles testen. Ah. Also nicht das Ding, okay, wollen wir nicht waschbecken, wenn ich's ausmachen? Ich mach den Scheiß jetzt aus. YOLO. Oh fuck, bitte geh aus. Und hier noch. Okay. Ja, wie viel hat der angemacht, Mann? Du die jetzt zugemacht? So. Ja, ich hab die zugemacht. Geist! Bist du hier? Komm! Du Stück Scheiße! Bist du hier, Angsthase? Geist? Komm! Er hat geredet! Er ist close! Geisterbox! Hör auf, es dir auszumachen! Oh oh, der EMF-Reader! Ich hab 2 Birnen an! Nein! Der ist im Raum! Der ist! Ich seh ihn! Vor mir! Vor mir! Der kriegt auf den Boden! Fuck! Nein, ich kann mich nicht bewegen. Oh nein. Fuck, ich leg das Buch dahin. Ich glaub, du bist tot. Nein, ich bin noch nicht tot. Ich hab das Buch dahin gelegt.
Er greift mich mal an. Nein. Aber ich glaube. Oh mein Gott, ihr könnt mich doch nicht einfach hier alleine lassen! Ihr wolltet ihn ermorden, Mann! Du, wie hast du das überlebt? Ich weiß nicht, Alter, das kroch da auf dem Boden wie beim Exorzist. Oh mein Gott. Wie hast du das überlebt? Ach, so eine ist das. Ich hab das Buch hier hingelegt. Ich hab dieses Buch hier hingelegt. Das kann man doch gar nicht überlegen. Da ist wieder da! Da ist wieder da! Holy shit. Hat jemand mich, ich bin hier raus, ich bin raus hier. Hat mich jemand einen Kroch? Genau, lass das Buch ich das, ja, EMF. Hier, das hinter dieser Tür. Hab ich. Nee. Doch nicht. Hier. Schmeiß das Buch mal rein. Das Buch muss man reinlegen und dann. Oh fuck, sie handelt. Was heißt das? Kommt her. Hier zu uns. Scheiße. Ich sehe euch nicht mehr. Ich weiß. Nein! Wo bin ich? Nein! Oh mein Gott, was ist mit mir passiert? So sah ich aus. Ey, hört auf zu lachen, rettet mich! Ihr hört mich nicht mehr, ne? Hört ihr mich? Test, test. Wir machen dann alles selber. Oh Mann, ey. Was kann ich jetzt machen? Ich dachte, die helfen mir. Eigentlich auch noch alles. Und dann ermorden die mich einfach. Du kannst auch mit Gegenständen werfen. Ich fand deine Truck-Session echt geil. Ey, warte doch auf mich. Sie können dich nicht hören, du bist ein Geist. Ja, okay, danke für die Info. Wir haben EMF 5. Kann ich was werfen? Ah, er greift nicht mehr an. Barbara. Ich glaube, du musst den ganzen Namen sagen. Aber wie hießen die mit ganzen Namen? Barbara Thompson. Tot. Ach scheiße. Na als ob. Ich kann gar nichts greifen hier. Gnu tot? Gnu ist echt tot. Ah scheiße, ich nehme mir mal gestorben. Die P, ne? Ja, stört du den als Geist jetzt die Ergebnisse vom EMF? Stimmt, ne? Nice, wer wird als erstes sterben? Barbara Thompson. Wir müssen hier eintragen, bei EMF. Nee, tue ich nicht, okay. Jetzt könnte noch ein Gin oder ein Oni sein. Willst du da mal reingehen? Warte, Gin oder Oni? Warte, was ist Gin oder Oni? Was sind die zwei? Lass mich kurz gucken. Oni wäre noch Geisterbuch. Ich bin tot, ich kann nichts mehr machen, Mann. Was war das andere? Ich muss Hinweise ins Buch eintragen, okay. Wer will's? Guck mal. Ich sitze hier in der Kamera und kann vielleicht durch deine Kopfkamera sehen, ob da ein Orb ist. Was meinst du? Hallo? Du streamst hier. Ja, aber das ist doch für mich Content, wenn ich sehe, wie du stirbst. Warte, was sind die Schwächen und Stärken von Jin? Schwächen dem Ort, um zu entziehen, hindert den Jin am Nutzen seiner Fähigkeiten. Hat denn noch keine Fähigkeiten haben? Wir können das mit den Räucherstäbchen einfach machen und das haben wir. Nimm mal Räucherstäbchen und Feuerzeug. Ich glaube, du musst dein Tee oder so drücken. Chat, und dann kannst du das helf mir. Finden. Beweis okay, gefunden, dann EMF. Dann müssen wir in den Raum, dann machen wir das. Ebene 5, ja? Tee. Gefriertemperaturen? Nee, geht gar nicht. Nee, ne? Hier, du hast doch ein Feuerzeug, nicht eine Kerze. Dann wir mal Gnu suchen. Burrito. Ich kann mit Gnu reden. Gnu, hörst du mich? Ja, Feuerzeug weglegen, oder? Ja, ich höre dich, Julian, wo bist du? Wo bist du? Das musst du anzünden, wenn wir im Raum sind. Ah. Da. Ah, hallo. Ah. Ja, uns hat's leider hast du deine Truck-Session gesehen. Was machen wir jetzt? Ja, wir müssen jetzt warten, bis die zwei jetzt Geisterkugeln oder Geisterbuch finden. Weil es kann nur eins von den beiden sein. Hass, guck mal, drück mal J. Habe ich schon eingetragen, EMF Ebene 5 und Geisterbox. Okay, sehr gut. Wir schaffen das. Perfekt. Im Nu. Oh. Hast gehört, der war gut, oder? Der war richtig süß. Ja, weil ich hatte die Tür zu und der kam trotzdem. Voll mal mit ihm oder geh was ab. Sachen abschneiden. Oh, sieht crazy aus, Mann. Also ganz wichtig, Ju, wenn der Geist handelt, dann musst du immer sofort uns hinterherlaufen, weil wenn du im selben Raum bist, dann bringt er dich um. Ja, das Problem ist, ihr seid einfach so schnell gewesen, dann war ich einfach alleine, wie in jedem blöden amerikanischen Horrorfilm. Oh, ich sag dir das nächstes Mal Bescheid, okay? Gerne. Das sind immer die Asiaten, die zuerst sterben. Nein, das sind immer die Halbtürken.
Bibi hat Türkenstern als zweites, siehst du? Wir können nicht wiederbelebt werden, ne? Nein. Leider nicht. Aber das Coole ist, wenn der Geist kommt, sehen wir den. Können wir den prügeln oder so? Das ist richtig creepy. Nee, aber du kannst ihn richtig schön anschauen. Das ist richtig gruselig. Oh. Wir können auch mit Gegenständen schmeißen. Guck mal. Ah, wie denn? Das ist auch ganz witzig. Warte, hier liegt gerade gar nichts. Weil eigentlich kannst du immer mit Gegenständen nach denen schmeißen. Das ist immer ganz witzig. Hier sind doch überall Gegenstände. Ja, aber das ist eine Karte, die du nehmen kannst. Und die kannst du denen die ganze Zeit in den Kopf schmeißen. Das macht immer voll Spaß. Wir sehen die auch. Das will ich machen. Da ist doch was. Da ist doch ein Monster auf dem Boden hier. Ach, das bin ich, ne? Bist du? Ah ja, hi. Mein EMF wieder? Nee. Ah, hier, ich hab was. Guck, und wo sind die beiden jetzt schon wieder? Kriegst du uns nicht, wir sind jetzt gleich draußen. Sehen die jetzt ein schwebendes Buch? Das will ich sehen. Hast du schon den Hinweis gefunden? Weiß ich nicht. Ja? Ach so, er hat ins Buch geschrieben, okay. Ich hab. Kannst du dann gleich. Es ist ein Oni. Woher wissen wir das? Weil das die einzigen Beweise sind, die quasi auf diesen Geist sprechen. Oder für diesen Geist sprechen. Wenn du jetzt nämlich noch zusätzlich Geisterbuch eingibst, kannst du unten den Geist sehen und der filtert es dann für dich raus. Ah. Haben wir eingetragen, danke Michi. Das heißt, jetzt wissen wir, wer der Geist ist. Und das ist immer das Erste, was man machen muss. Genau. Und dann? Dann kann man noch extra Aufgaben machen, die extrem schwer sind. Zum Beispiel ein Foto von dem Geist. Das heißt, du musst immer dafür sorgen, dass er dich huntet. Oder Bewegungssensor zum Beispiel anbringen, ihn ausräuchern. Und das sind dann oft Aufgaben, bei denen man halt noch stirbt. Okay, und dann kriegt man gar keinen. Oder man stirbt halt wie wir, wenn man es... Ja, also wir kriegen ein paar Punkte jetzt noch. Mhm. Mich regt es nur auf, weil mein ganzes Geld ist weg. Die fahren ohne uns weg! BGG, wir leben doch gar nicht mehr. Okay, ich verstehe eher das Spiel langsam. Teilen wir ein Buch oder was? Oder muss jeder selbst eintragen? Ja, wie war das für dich? Quasi, wir arbeiten im Team. Okay. Jeder muss doch das ins Journal eintragen, oder? Ach, jeder muss selber eintragen? Ich glaube, ja. Oder ich dachte. Ja, jede für sich halt, genau. Ach so, okay, dann habe ich das vergessen. Ich gleich alles vor, Leute. Oh nein. Easy. Erste Runde gewonnen. Ich hatte Spaß. Ja, gewonnen. Hey, hab mich einen Stich gelassen, ja. Hab mir zugeschaut, wie ich ermordet werde, ne? Hab gelacht. Wir waren auf einmal alle stehen und sind weggegangen. Und ich sehe einfach nur, wie er um mich herum steht, einfach nur lacht die ganze Zeit. Was brauchen wir denn? Unbedingt Kopfkameras haben wir jetzt gar nicht. Eine hat er nicht. Brauchen wir doch gar nicht, oder? Ganz ehrlich. Doch, weil ihr könnt quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Geisterraum gehe, kann einer von euch in den Van und durch meine Kopfkamera gucken. Das heißt, man muss nicht mehr diese extra Kameras rumschleppen. Weißt du, was ich meine? Das hat voll geschickt. Hm. Ich hab mal 3 Stück reingehauen. Ich glaube, hier, einer muss ja eben werden sein. Wo kannst du vielleicht einen Jungen nehmen? Weil du wechselt auch gerade deine Skin durch. Okay, dann drück mal ready. Okay, ich bin einzige, der nicht ready ist. Abfahrt. Okay, jetzt verstehe ich das Spiel aber. Ich hab Bock. Let's do it. Let's do some Ghostbustering. Jetzt, Alter. Ich bleibe jetzt die ganze Zeit bei euch. Gebt mir eine größere Aufgabe. Nicht nur EMF hier. Ich brauch doch meinen Skin. Nicht sterben. Okay, boah, ist zu schwer, die Aufgabe. Also, hattest du Angst? Ich hatte sehr, Angst, weil ihr mich zurückgelassen habt. Und auf einmal höre ich so eine Stimme neben mir. Ja, ich hatte Angst. Sehr viel. Ich nehme diesmal eine Kamera direkt mit. Für Fotos? Fotografieren. Ja. Ich nehme mein EMF wieder, oder? Wir brauchen, EMF habe ich auch. Achso, dann nehme ich keinen. Ich habe die Gefriertemperatur vergessen. Ah, du hast es. Oh Gott. Kann ich diese Pillen hier nehmen? Dann will ich die Gefriertemperatur messen. Oder wer hat die gerade? Wo hast du die? Oh. Feuerzeug. Soll ich machen? Der Geist scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Ach nee. Ja, du Scheiße, ne? Du hast richtig Lust. Ja, richtig Bock. Ich habe nur eine Taschenlampe. Soll ich noch was anderes nehmen? Ist das hier unten Hundefutter? Ich habe Hundefutter, glaube ich. Kruzifix? Das ist Salz. Ja, kannst du aber auch essen. Ah, das Kruzifix, damit. Ah, da bin ich sicher, ja? Kann auch was nehmen. Genau, nee, das musst du nicht. Auf den Boden schmeißen. Oh, das Haus kenne ich. Einer aber muss er das nicht, bevor er spawnt? Genau. Einer kann auch eine Kopfkamera nehmen. Ach ja, ich, sorry. Oh, schon wieder mich allein. Okay, nach oben. Du bist auf Profi? Oh, ich habe natürlich. So, Profi. Bist du oben? Alter, ich habe den Streaming-Setup gefunden, oben. Ich habe ein Kreuz. Warte, hier oben ist das Streaming-Setup. Süß. Geist, öffne eine Tür. Ah, ich hab einen Schlüssel gefunden. Ist ein Spielzimmer. Kinderzimmer. Echt?
Hallo? Hallo? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib dem Maxi ein Zeichen. Hallo, hallo. Jetzt hab ich das gehört. Ich weiß nicht, wie der Geist heißt. Gib uns ein Zeichen, Geist. Ich glaube, der ist unten langsam. Später vielleicht. Ja. Komm jetzt zurück. Oh. Wie heißt der Geist? Weiß das irgendjemand? Oha, der hat sein eigenes Badezimmer. Glaub ich geh ernsthaft gucken, wie der Geist heißt, okay? Na du? Hallo? Hier hoch vielleicht? Ich hab aber Licht angemacht. Ist gut. Endlich wieder Schränke, ne? Freunde, ja, perfekt. Der Geist heißt Daniel Thomas. Hä? Immer diese Menschen mit zwei Vornamen, ey. Komm ich gar nicht drauf klar. Daniel Thomas, ja wie denn jetzt? Daniel oder Thomas? Ja, Daniel Thomas. Ja, Daniel oder Thomas. Ja, Mann, what the fuck, Daniel Thomas. Wie ist sein Nachname? Ja, Frank. Daniel Thomas, Frank. Er ist hier in dem Zimmer. Nein, er ist hier. Ich hab ihn gehört. Hier im Bad. Fuck, wo seid ihr? Ja, minus 1 Grad. Minus 1 Grad war das. Okay. Bist du hier? Oh, da ist der Box behind. Er ist hinter uns. Okay, da. Minus 1 Grad. Minus 1 Grad. Okay, sehr gut. Wir haben einfach auf 2 ausgeschlagen. Geh mal raus. Und wir haben. Das Waschbecken. Geisterbox. Weißt du, hier rechts, glaube ich, ist das Waschbecken an, oder? Ja. Ja, hier rechts ist Waschbecken an. Das Waschbecken muss man fotografieren, es gibt Punkte. Was ist das? Achso, lila Licht. Ich dachte, Schock gehabt. Was ich so lila Licht hier. Boah. Ist alles weiß. Nein. Okay, wir haben schon zwei Hinweise. Was haben wir für Hinweise? Gefrier Geisterbox. Und Geisterbox. Das Waschbecken und Gefriertemperaturen. Daniel Thomas war das, oder? Oder war das Thomas Daniel? Könnt ihr den? Wo? Hab Foto gemacht. Den Knochen, genau. Und dann könnt ihr nehmen. Wir müssen da noch nehmen. Haben wir ein Buch dabei? Ja, ich hab ein Buch. Magst du das in das andere Zimmer werfen? In welches? Genau, leg's mal rein. Hier. Okay, mach ich. Ah. Das ist meine große Aufgabe jetzt. Mit T, glaube ich. Mit T muss das machen, glaube ich. Oh, er huntet! Oh Gott! Er huntet! Nein, bleib drin! Wo drin? Hier drin? Komm her, ruhig, komm her! Ich habe das Buch dahin gelegt, ist das gut? Ja, raus. Du bist noch offen, ne? Boah, ist sie mutig! Wie heißt nochmal der Geist? Daniel Thomas. Daniel Thomas? Hört auf! Thomas Daniel. Oh, ihr seid doch verrückt, man hätte die Tür aufgelassen. Oh, er handelt noch. Wackert noch. Ah. Daniel Thomas, wir sind im Raum nebenan. Komm doch, Daniel Thomas, wir haben keine Angst. Wir sind zu viert und du bist allein, wir hauen dir aufs Maul. Wir boxen nicht weg. Aber ich glaube, der hat eine Axt. Ja, dann bleib draußen. Oh, hatten wir ein Glück, ne? Habt ihr den gesehen? Ja, ich hab vielleicht ein Foto davon. Holy shit, wie schnell handeln die denn? Also ich hab glaube ich das Nebenzimmer, ne? Sehr gut. Daniel Thomas kommt aus dem Nebenzimmer, oder? Der war doch im... Daniel Thomas kommt aus dem Nebenzimmer. Der war unten im Raum, wir hatten nur Glück, dass der gerade raus ist. Du musst das Buch im Raum lassen eigentlich, aber... Nein, komm raus! Hör auf, Maxi, du komm raus! Er wird gleich wieder handeln, Mann! Wie, komm raus? Achso. Okay. Okay, das Buch hätte ich drin lassen sollen, ne? Warum? Sorry, ich muss manchmal dumme Fragen stellen, damit ich mehr begreife. Ich auch nicht. Hat geflackert. Ja. Das kann man weghauen. Es könnte noch... Was? Es könnte noch Orb sein, es könnte noch Geisterbuch sein und Fingerabdrücke. Ja, was waren das jetzt alles? Es war jetzt Gefriertemperatur und Geisterbox. Mhm. Wir brauchen jetzt noch Fingerabdrücke oder Orbs, das finden wir mit der Videokamera. Mhm. Oder Geisterbuch. Gucken. Ja, kannst du gerne machen. Das heißt Geisterbuch. Das hier Geisterbuch behalte ich. Ja. Wir gehen noch mal rein. Ach, ich muss das Buch legen, okay. Ah ja. Genau. Okay. Danke. Danke, Chat. Let's go. Hey.
Flackert mein LED-Licht da auch? Das Licht hier nebenan flackert nur im Badezimmer. Ja. Barbara Thompson. Ah, nee. Du willst aber auch sterben. Daniel. Ja, okay, ich hab eine Kamera. Keine Fingerabdrücke. Ich hab die Kamera auf dem Geisterbuch, hast du schon reingeschmissen? Wo ist denn du hin? Das liegt. Du? Das ja. Ist hier? Genau. Nee, da. Auf F quasi. Platzier's mal auf dem Boden. F? Genau. Warte, ich hab schreib in das Buch. Das schreib in das Buch, Geist. In das Buch, schreib. Ey, wir müssen schon den Namen nennen. Sonst Daniel Thomas, schreib in das Buch. Ich hör was, ich hör Klopfen. Der war genau vor meiner Tür. Boah, Stress. Wieso handelt hey, der Mann? Ach, du warst da, Flo. Und Drew sagt, ich höre es klopfen. Man darf nichts sagen dann. Okay, das wusste ich gar nicht. Hey, Maxi, guck mal hier. Ja. Sehr, sehr kritisch war das, ja. Der hat vor uns Licht angemacht, also guck auch gerne mal an die Schalter. Der hat ins Buch gekritzelt. Ja, ja, das hast du gut gemacht, Daniel, Tom. Okay, wollte ich ja gar nicht mehr gucken. Bye, bye, Daniel, Tom. Geisterbuch. Warte, lass. Warte, er ist da! Lass mich nicht alleine zurück! Wo seid ihr? Wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Nein! 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 Hey, du lebst noch! Du lebst noch! Du lebst noch! Nein, ich lebe gar nicht! Ich bin tot! Doch, du lebst noch! Nein! Nee. Du bist in Twilight. Hä? Hä? Du, wie hast du das gemacht? Lebe ich noch? Nee. Das hat ja echt geklappt. Ja doch? Doch. Wer ist denn da tot? Das ist ein... Du. Du bist tot. Und ich lebe auch? Deswegen handelt der so unfassbar. Ja, guck mal, du streckst wieder deinen Arsch in die Kälte. Hä? Ey. Das ist ein Bug. Bin ich guck, mal, gleich, guck mal gleich, wie viele Punkte du hast. Ja, weil ich bin auch reingeglitscht und dann hat er gehandelt. Hä? Mhm. Ich habe dieses Spiel aber durchgespielt. Ich bin aber unsterblich, Alter. Dann ist die Tür abgeschlossen. Ich habe einfach null Angst mehr. Sollen wir noch ein Foto machen von ihm? Haben wir die Ja. Abfahrt. Ja. Warte, was ist es denn jetzt überhaupt? Wer hat ein Foto ab? Das ist ein Dämon, oder? Ich habe einen. Warte, was war das letzte? Geisterbox? Oder Geisterbuch. Ah, Geisterbuch. Hä, ich kann nichts mehr nehmen. Nein, ich bin doch ein Geist. Oh, du kannst nichts nehmen. Nee, ich bin doch Geist. Ja, dann geh du vor, Joe. Dann geh du vor, du kannst ja nicht sterben. Halb Geist, halb Mensch, aber ich habe trotzdem immer noch die Ängste eines Menschen. Daniel Thomas, Daniel Thomas, Daniel Thomas, komm noch, komm noch, komm noch. Wir müssen reden, Bruder. Ich bin auch quasi, ne, wie du. Ich bin tot, Mann. Okay, du, es tut mir so leid. Du? Ja, du stehst da vorne. Oh, komm. Ich hab ein Foto gemacht, okay, ne? Oh, okay, jetzt bin ich richtig tot, meine Fresse. Jetzt bin ich tot, ja. Ja, er ist zweimal gestorben. Ich bin zweimal gestorben einfach. Was ist denn da los, Alter? Ey, das schafft keiner, oder? Hat das jemand schon mal geschafft hier? Direkte Rekorde gebrochen, Alter. Daniel Thomas. Daniel Thomas, Daniel Thomas. Ich bin zweimal gestorben, ey. Da muss mir erstmal jemand nachmachen, Freunde. Bloody Mary, Bloody Mary. Shit, shit, Leute. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Daniel. Einfach zwei Leichen von mir. Was ist da los? Was ist da los? Guck mal, guck mal. Er kommt. Konzentration. Warte. Konzentration. Komm, hat gerade Julian was geschmissen.
Wurde er rausgeschmissen? Ja, von links? Nee. Da! Er nimmt mich nicht. Tschüss! Wait, hä? Oh no, er hat Maxi. Ich hab kein Foto mehr. Oh scheiße, nein. Oh, Maxi ist tot. Das sieht aus wie eine ganz, Maxi ganz komische. Ich hab keine Fotos mehr. Hä? Maxi lebt immer noch. Nein. Ich flackere immer. Hallo, Ju. Hallo. Bekommen, bist du ein Geist? Okay, meine kleinen Schnitzel. Trag mal alles ein. Easy. Nee. Doch. Ach, es hat nicht gezählt. Was? Es hat, ey, ihr habt volles geile Bild gemacht. Es hat nicht gezählt. Maxi, du hast so ein geiles Foto gemacht, aber es hat nicht gezählt. Dankeschön. Ärgerlich. Das ist ein Dropship. Guck mal, ich hab wirklich das. Oh, warte, hier. Da hab ich ein Bild gemacht. Trag alles ins Buch rein, hab ich eigentlich. Doch, wir haben hier, guck mal, sogar ein Foto. Ich hab alles. Das ist ein Dämon, das ist ein Dämon. Krieg ich Geld jetzt? Steig ich ein Level? Bin ich Level 10 jetzt? Mein Bild war gut, das hat nicht gezählt. Das war voll schade. Können wir mal eine Challenge machen, dass Yu mal überlebt? Ey, Level 2 bin ich. Was willst du? Was wollt ihr? Ich bin Level 2. Aber du bist halt noch bei Profi, du bist halt Level 2, du musst dich beschützen. Ja. Es ist voll schwer, den zu fotografieren, wenn er die ganze Zeit flackert. Es ist immer weniger EP und weniger Geld, wenn man stirbt. Ja, hab ich mir auch schon gedacht. Ey, Gnu! Das mit dem Flackern ist echt. Du bist Level 187. Ja. Ja. Nein. Wie 187 Straßenbande. Ja. Achso, stimmt. Dann kann ich auch mein Rückgrat brechen und lebe danach noch. Ja. Was ist das schwierigste Level? Auf Profi. In Prison. Ach Leute, sicher? Warum ist das schwierigste Level? Warum das Weil schwierigste? Weil der Geist einfach... Ach, ihr seht selber. Wenn er nicht am Eingang spawnt, werden wir nicht gewinnen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ach Gnu. Mensch, wir sind Profis, hallo. Dann drückt mal alle Bereiche, kleinen Profis. So, auf ein neues. Kamera, weil Bilder machen ist mein Hobby. Ich will die Geist reden. Also, okay. Am besten... Genau, ich brauche noch Gefrier. Denken Sie, um welche Art von Geist es ist. Ich kann nicht dran, dass Sie in den Bereich in der Nähe des Geistes... Ich habe ein Gefrier. Wir brauchen Räucherstäbchen und Geistdienste, ne? Ihr wisst schon, wir brauchen Seid. Aber ganz Sie wichtig, einen Geist durch Seid wandern? Ja? Die Sachen, die da stehen, die brauchst du erstmal nicht, was du immer am Anfang brauchst, weil das sind nur die Special-Aufgaben, die Ziele. Das Hauptziel ist, entdecken Sie, um welche Art es sich handelt. Dafür brauchst du Gefrier, also alles, was im Buch steht. Die anderen Sachen sind Zusatzaufgaben. Genau, ich würde sagen, wir brauchen, weil die Map sehr groß ist, 2 Gefriertemperaturen. Wir teilen uns auf 2 Teams auf. Oh nein! Was habt ihr denn alle dabei? Nicht aufteilen! Und eine Kamera. Perfekt. Ich habe Gefrier und Geisterbox. Was hast du, Ju? Ich habe jetzt das Buch nochmal. Ja. Und eine Lampe. EMF vielleicht noch? Klar. Und eben sonst Maxi. Und wir vielleicht Fingerabdrücke. Maxi, kannst du noch Fingerabdrücke mitnehmen? Die liegt hier oben. Nee, Maxi, nimm lieber das EMF mit. EMF, oder? Das nimmt der Ju schon. Aber wir teilen es doch auch, oder nicht? Also kommt doch. Ja, aber wir kommen ja dann zu euch oder ihr zu uns. Du hast eine Kamera, ne? Oder so. Ja, ich habe gerade eine Kamera noch. Genau. Dann nimmt noch jemand die Dann habe ich mein Walkie-Talkie zum Reden und EMF wieder. Hey, ich habe gar kein Stirnband hier. Naja. Genau, Ju, kannst du vielleicht dein EMF wegschmeißen und die Fingerabdrücke nehmen? Klar, sehr gerne. Das ist extrem scheiße, wieder rauszugehen. Hier ist es. Das Blaue? Das hier? Ja. Was ich anleuchte. Die Taschenlampe. Nee, nicht das Blaue. Achso. Die Taschenlampe da oben. Ja. Genau, perfekt. Und dann let's go. Ich bin gespannt. Es wird sehr übel sein. Okay, ich bleib ganz dicht an euch dran. Ja. Ich würde sagen, wir teilen uns nach links und rechts auf. Wo geht ihr hin, Maxi und Fufu? Warte, teilen wir uns jetzt gefühlt alle auf? Nee, aber ich gehe mit Ju und ihr geht zu zweit. Geht ihr nach rechts oder links? Bitte erstmal Schwertdienste ablösen, bevor du reingehst. Alles metallische. Warum? Wo geht ihr hin? Ach, sonst kommen wir nicht durch. Mach mal kurz was. Ich guck ganz kurz über die Kameras, weil oft sieht man schon Geisterorbs, dann kann ich schon mal ungefähr sagen, wo er ist. Okay, dann gehen wir kurz zu dritt, einfach ohne Gnu, oder? Oder Ju willst du alleine oder gehen? Nein, wo ist Gnu? Oder? Ja, Gnu muss alleine gehen. Die muss hinterherkommen einfach. Ja, das wird viel spannender so. Weg. Stimmt. Ja, die Logic von Horrorfilmen immer, ne? immer die Türen hinter... Wie hieß der Geist nochmal jetzt? Keine Ahnung. Irgendwas mit Johnston. Maria Johnston, glaube ich. Hallo?
schaut mal cool aus. Cool, Alter, hier würde ich gern leben irgendwie. Da kann man gleich Meeting einberufen, Leute. Ah. Hallo? Gib uns ein Zeichen. Der Speisesaal. Oh. Ja, ich drück jetzt Meeting, damit du genug auf Hause. Das ist eine Kamera. Emergency Meeting. Nein, ich hör was. Wie alt bist du? Brauchst du das von mir, ne? Sicher? William Johnson. Also ich würde nicht seinen Namen sagen, damit er direkt huntet. Obwohl eigentlich auch egal. Du, alles okay? Ja, ich guck gerade, ob ich Geister Ops sehe. Ich sehe euch gerade. Oha, sie cheatet. Gib mal nur an den Cams. Die Ruhe selbst, man holt 63 Leute, keine Ahnung, was ihr habt. Ja, Gnu ist sus, ich glaube. Sich. Kann vorgehen, ich habe keine Angst. Okay. Was ist mit der Zelle rechts? Können die in so einer einzelnen Zelle sein? Nein, Abend? wir trennen uns. Lass nicht trennen. Die duschen! Oh, guck mal, hier ist Seife. Seife auflegen. Oh nein, mir ist sie runtergefallen. Okay, Moment. Keine Geister-Orbs gefunden erstmal, ich komme jetzt zu. Der Spiegel ist so schön. Aha. Ist das gut? Das flackert gerade echt, oder? Hat er echt geflackert? Nee, oder? Was Fingerabdrücke ist nix hier irgendwo. Vielleicht in der Seife? Nee. Sperma irgendwo? Nee. Oha, hä? Wie hast du mich mitgezogen? Keine Ahnung. Komm, Ju. Ich komm. Wir bleiben zu dritt, nur alleine. Wie so ein Pokémon. Komm, Ju, komm. Ju. Gehen zu den A-Block. Ah. Könnte man, könnte ich jetzt mit könnte ich mit dem Fingerabdruck, mit der Lampe, könnte ich da zufälligerweise jetzt Fingerabdrücke finden irgendwo? Oder müsste der Geist Wenn das mehr gemacht Geist haben? Wenn der Geist daran vorbeigelaufen ist, ja. Oh, Alarmparty. Einmal kann Tasten drücken, hört mal. Ach so, so machst du grün. Die Lichter an. Alles auf grün, ne? Das sind die Lichter. Handschellen, ja. Also, wenn das die ganzen Lichter sind, das ist echt nicht hell, ne? Ich höre so ein Ksch, ist das normal? Jetzt ist von mir, glaube ich, kommt hier das, wie meinst du? Lohnt sich das eigentlich zu verstecken in so einer Zelle? Die ist ja eh offen. Da bist du ruhig, naja, bei mir. Guck mal, rum ist alles hell. Wenn alles hell ist, habe ich nicht so Angst. Mach alles dunkel. Ich habe, glaube ich, Gnu gerade gehört. Ja, Gnu läuft draußen herum. Gnu, wir sind im Garten draußen, lol. Ich bin gerade oben, das ist der ich schätze Spielplatz? Echt, dass er von unten bei B ist oder bei A. Wir waren bei B und A schon, da war er nicht. Auch in den Gnu, ich hatte Frage. Offene Türen können ein Zeichen für den Geist sein, naja. War er noch nie, würde mich wundern. Ich glaube tatsächlich, dass er... War er in diesem großen Gefängnisräum, in diesem Riesensaal? Ja, waren wir. Bei A und bei B. Waren wir beide, ja. Hm. Lu, ich glaube, der Geist ist ein Pumper. Hier draußen sind überall, denke ich. Einzelne... Ich öfter mal. Kann der in einzelnen Zellen sein? Ja, ihr müsst da schon hochgehen. Also, das wird dann erst kälter, wenn ihr ihm dann näher kommt. Durch jede Zelle gehen. Wow. Dazu, ne? Oh. Ja. Leute. Ruhepol. Wir brauchen keine Angst haben, wir haben Licht. Spätestens, wenn er aggressiv genug ist, finden wir ihn. Dann gehen wir jetzt hoch, ne? Ja, dann gehen wir hoch. Wir waren unten überall schon drin, ne? Ja. Nee. Aber nicht in jeder Zelle, aber ja. Nicht in jeder Zelle. Och. Und ich glaube, wir müssen in jede Zelle. Ja, stimmt. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bro, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen.
Nix nada. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein scheiß Zeichen, Mann, Alter. Wir sind gerade bei A, waren in jeder Zelle drin. Hier ist das Safe nicht. Ja. Also ihr müsst quasi den Zellen vorbeigehen, das reicht dann eigentlich. Wir waren sogar drin. Wir waren noch nicht an den Zellen. Er wird bei B sein, denk ich. Okay, dann gehen wir zu B. Gib uns ein Zeichen. Nur die größten Boards von uns allen hat. Wir sind drei Jungs und sie läuft alleine rum. Wie? Oh, komm, ey. Sie ist doch da. Gnu ist so mutig einfach. Du spielst mir auf einen Hänger, bin ich voll der Schisser. Das ist Profi, das wird noch richtig ätzend. Ja, wir haben alle Lichter angemacht, ne? Ist schön, oder? Sehr romantisch. Hallo? Weil wenn er da an dem Block ist, dann wird es richtig schwer, den zu ermitteln. AB? Ja. Also überall, wenn es in diesen großen Räumen ist, weil der Geist spawnt halt dann überall, wo er Bock hat. Oha. Echt? Oh. Aber sollen wir nicht einfach seinen Namen rufen, bis der kommt? Ja, also wir können... Dann laufen wir ihm nach. Wenn er huntet, können wir kurz mal gucken, ob wir Steps ermitteln. Nee, das ist Kapitel. Nee. Bringt das in Zellen, sich zu verstecken überhaupt? William Johnson. Nicht B. Habe ich gerade in die Mikrowelle gehört? Irgendwas zum Ding? Wir waren nicht bei B, Leute. Doch, wir sind von da zuerst drin. Ihr habt gelogen. William Johnson? Da war wirklich ein B drin. Guck, da hinten ist ja die Tür. Aber die Tür nee, haben wir nicht. Ja, da ist das Badezimmer. Okay. Das ist ein Badezimmer mit Seifen auf dem Boden. Doch, du hast recht, haben wir. Wir haben Ju und Fufu. Ja, hier, warte, ich hab hier, ein gutes... hier. Warte mal, hier ist der Geist. Unter 10 Grad. Unter 10 Grad. Ja, 10 Grad. Das ist der B-Block, da war der noch nicht, ja. Das wird jetzt richtig. Genau hier in dem Raum. Nee, bei eins weiter. Nee. Das Problem ist, mittlerweile, wenn wir zu lang brauchen, dann tut sich die Kälte verbreiten. Der wird hier drin sein. Oh oh. Oh, jetzt kommt's, Freunde. Tatsache. Ja, du hast recht. Wenn er. Wie waren wir hier? Nee, ich höre nicht. Irgendwo. Was machen wir? Also. Hier ist der bei. Ja, wie waren? Was machen wir, wenn wir ihn sehen? Ey, das ist ein Dings umgefallen! Habt ihr es gesehen? Kaffee ist umgefallen, ja. Hat ein Zeichen gegeben. Oh, warte. Ist Foto. Jetzt. Soll ich das Buch legen auf den Boden? Bist du hier, Geist? Geist, drei, bist du hier? Drei EMF-Reader. Drei. Ja. Also muss sollen er doch wir hier gehen? Sein. Was denn für sollen eine Frage? Dann haben wir William Johnson, ne? William Johnson. Ich glaube tatsächlich nicht, dass er hier drin ist. Er ist wahrscheinlich wieder in einem kompletten Raum und du musst ihn halt immer finden. Das ist voll schwierig. Ach, der kann hier komplett überall spawnen? Ja, also ich habe den... Der spawnt überall, wo er Bock hat. Also unten halt dann oder oben, je nachdem. Das ist ja auch auf, oder wart ihr das? Das waren wir. Wie gesagt, wir waren hier. William Johnson, ja doch. Die Kälte verbreitet. Weil das war auf jeden Fall nicht am Anfang kalt hier. Ja. Wollen wir vielleicht also mal nach oben gehen? Da waren wir, glaube ich, nicht. Die Kälte breitet sich quasi aus in den kompletten Gebäude. Du, verstehe. Du hast Angst? Ich bin schon innerlich komplett gestorben. Oh, also okay. Also nee, hier oben ist es warm. Hier ist es 20 Grad. Okay, dann wieder runter, ne? William Johnson, komm doch! Wenn er nachher handelt, rennen wir hoch. Okay, kommt hoch. Wir gucken, wo er ist. Was? Ich höre Schritte. Große, tiefe, schwere Schritte. Nein! Hinter mir ist was. Ja, okay, er kommt von der Ecke. Oh, ich habe ein Foto geschafft. Okay, er kommt irgendwo von hinten. Das ist schon mal gut zu wissen. Kommt rein. Okay, der kann hier nicht rein, ja, weil er... Dumm ist, okay. Ah, ich hab ein Foto. Ich hab ein Foto. Geil, echt? Bleib mal stehen. Ich will das Foto sehen. Auf J? Ja? Kannst du es dir anschauen. Und dann schaltest du durch, bis du es
Ich habe kein Foto. Ich sehe kein Foto. Ich habe auch kein Foto. Wo ist, ah doch, da, Geist. Wo ist die? Hä? Und die da gar nicht. Das ist nur der Schatten. Kommt der gerade? Nee, William Johnson. Das Buch musst du unten hinlegen, Ju. Ich glaube, er kam von hier hinten. Hey, Ju. Ja? Du wusstest, du Billy Graham, Bloody Mary sagt ja nicht einmal. Geschafft. Sag mal Bloody Mary sagen, hilf. Nein. Bloody Mary? Ey, wie nein? Das ist, ja, muss ganz oft sagen. Dreimal hintereinander immer. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Nein, nein, nein. Gib uns ein Zeichen. Ihr verarscht mich. Hattest du nicht gerade schon Zeichen? Nur wir mehrere Zeichen haben. Ich mag das, wenn sie Zeichen bekommen. Wollen wir vielleicht irgendwo festketten? Schmeiß mal das Buch hier hin vor die Tür. Mach ich. Zwischen die Tür. Mit T wieder, ne? T muss ich drücken. Mit G. Hey, mit T muss man, glaube ich, echt drücken. Bist du hier, Geist? Ich höre was. Ach, das bist du. Hallo, Geist, ich möchte auch mit dir reden. Sollen wir gehen? Wie ist dein Name? Wir bleiben. Wie alt bist du? Wie heißt du? Öffne Magst du Tür. Hunde? Du bist doch offen. Bist du männlich? Oh, oh. Fuck, hat die Tür bitte zu? Irgendwas flackert. Hier, ne? Oh fuck, er ist im Raum. Oh fuck. Oh. Nein, Mensch, ich hab doch alles gespendet, verdammt! Nein! Oh, ich glaube, genug stirbt gerade. Und jetzt? Ich war aufgeschmissen ohne Gnu. Ey, wir sind tot ohne Gnu. Ah, ein Bild von dir. Ja, sind wir auch. Gnu! Ja, jetzt müssen wir den Rest holen. Hat er ins Buch geschrieben? Okay. Fingerabdrücke brauche ich gar nicht. Brauchen wir jetzt noch? Oder? Ist sie wegen uns gestorben? Nee, ne? Und wegen Bloody Mary, weil das dreimal gesagt hat. Wäre doch witzig. Ich muss T drücken, ja. Schreib ins Buch! Lass eine Unterschrift da, bitte. Scheiße, ich glaube, wir sind... Wollen wir noch eine Kamera holen und so? Wieso? Für Ohr? Dachte ich. Ja. Aber Gnu meinte, es gibt kein Ohr. Ey, ich glaube, wir sind gefickt ohne Gnu, also ist nix. Oder? Vielleicht aber auch. Oh, ja, was machen wir jetzt? Wir hier ich habe richtig oder? Hunger auf Pillen. Okay. Oh, lass mal zusammen ein paar Pillen schlucken. Oh, shit. Gnu. Ey, hört doch auf, die Türen immer hinter euch zuzumachen. Wie hast du das Buch raus? Wer hat das Buch geworfen? Du hattest ein Buch in der Hand? Ja, jetzt nicht mehr. Das liegt jetzt irgendwo auf dem Boden, aber der hat auch nicht warte, geschrieben. Wo geht's nach draußen? Hier, folgt mir, Fufu. Fufu, kennst du dich nur so aus? Ey, mein Licht blinkt. Ich glaube, der huntet. Ja, aber ich glaube, wir sind eh viel zu weit weg dafür. Sicher? Boah, ich will nicht hinten gehen, ey. Nee, ich glaube, der sucht sich eh immer einen aus, den er dann komplett huntet. Vielleicht. Aber er hat nun nicht mal was gesagt. Die Tür ist verschlossen, Leute. Wir sind. Okay, wir sind dead. Scheiße. Gnu, wo bist du? Ausmachen. Haben wir schon Beweise? Jemand schon wieder ein Buch geworfen? Ju. Ja? Hey! Ach, Gnu ist das, die ganze Zeit ein Buch zu uns wirft. Ach so, Gnu, ey. Reier, Gnu. Boah, wer geht denn da so wie ein Zombie hier? Ja, das bin ich. Also. So. Ja, ich glaube, wir sollten Pillen nehmen. Okay, warte, was brauchen wir? Eine Kamera wäre gut. Okay, was brauchen wir genau? Was sind das hier? Bohnen oder was ist das? Ja, Feuerzeug? Wir haben Maxi erstmal zweimal Pillen genommen, ne? Oh nein, ich will nicht sterben. Möchte sie wie ihr sterben? Gnu, gib uns ein Zeichen, was brauchen wir? Die Kamera. Fufu, Maxi, was brauchen wir? Für die Orb, wir brauchen. Stehtemperatur haben wir, ne?
Ich nehme mein Kruzifix mit. Schreib drauf. Gib uns ein Zeichen, Gnu, wenn das falsch ist. Unten beim Bildschirm war gerade kurz ein Ohr. Da. Ja, stimmt das, ne? Foto brauchen wir nicht, oder? Ich hab das auch ohne Blöd. Was ist das hier? Ach, damit kann ich anfunken, den Geist, oder? Ganz kurz, was haben wir schon? Ja schon da. Haben wir schon Beweise? Wir haben zwei Sachen. Mhm. Gefriertemperaturen. Zwei Dings. Und Geisterorb. Warte, wir haben Gefriertemperaturen? War doch Gefriertemperatur, oder nicht? Nee, was das nicht? War über 0 Grad. Ach so. Okay, dann never mind, dann haben wir noch eine Sache. Buch ist da, wir haben Orb. Ah, Fingerabdrücke. Mit Fingerabdrücke, die Lampe habe ich weggeworfen. Irgendwo im Gebäude. Aber wir haben noch ein Knicklicht hier. Ich nehme das Knicklicht einfach. EMF, hat jemand einen EMF-Reader? Ich habe einen EMF in der Hand, ja. Ja, okay. Let's go. Gefriertemperatur, hat das auch noch jemand? Oder soll ich das mitnehmen? Dann würde ich keine Räucherstäbchen mitnehmen. Ich habe Kamera und Stabding. A drauf ist oben. Du, was hast du dabei? Ich habe einen EMF-Reader, eine Taschenlampe. Nee, nur EMF und Taschenlampe. Nee, nur EMF. Dann nimm noch mal. Ja, okay, eine Taschenlampe bräuchtest du. Aber dann nimm noch das Gelbe hier. Mhm. Was ist das Gelbe? Ach, Gefrier, okay. Aber ich glaube, aber das kann man auch so sehen. Wenn man ausatmet. Mein ganzer Chat sagt, wir hatten Gefriertemperatur, siehst du? Ich glaube, mein Chat. Ja. Okay. Dann bräuchten wir es nicht, wenn das stimmt, was dein Chat sagt. Okay. Geil. Du siehst noch was. Hier eine Kamera. Die mitnehmen? Ich kann nichts mehr tragen. Da ist eh nur noch ein Foto drauf. Ich kann auch 5 machen. Okay. Wir haben keine Angst. Let's go. Wir müssen es für Gnu schaffen. Gnu, wir rächen dich. Weil die so mutig waren, die ganze Zeit alleine war. Jetzt müssen wir nur den Weg finden. Nach rechts, dann geradeaus und dann gleich nach links. Warum kennst du dich nirgendwo aus? Hast du nicht dieses Wahrnehmungsdingsmäßiges Dings? Hä? Okay. Wahrnehmung richtig. Merken, wo du warst und wo nicht. Doch, ich weiß doch, hier, schau her, wir sind bei B. Macht ja nicht wieder Türen hinter euch zu, ne? Weil ich bin hinter euch und ich bin gefühlt irgendwie immer langsamer als ihr, warum auch immer. Nur weg, deswegen. Hier, ich räuche mal kurz aus. Er hat ins Buch geschrieben. Ah ja, perfekt. Ja, dann haben wir Buch. Wenn wir Gefriertemperaturen haben, haben wir aber alles, ne? Leave or die. Okay, der ist sehr aggro, oder? Ist sein Chat sich sicher mit Gefrier? Also mein Chat sagt definitiv nicht Gefrier. Dann ist mein Chat einfach blind. Blind. Haben wir das Knicklicht angemacht, Leute? Ach, das ist ein schönes Licht, ne? Ach ja, warte mal, hier habe ich auch meine Lampe hingeworfen irgendwo. Ah, nee. Ah, da ist meine, Ich hab die Taschenlampe für Fingerabdrücke. Ja, hast du sie gefunden? Ja, Mann. Ah, geil. Ja. Nice. Aber hier sind keine. Da ist irgendwas, gerade weggelegt. Kann man nicht ein Bild machen von dem... Hier ist doch gerade was verschwunden. Von dem Buch, ja. Habe ich gemacht. Wenn du ausatmest, solltest du... Ist die Temperatur oder nicht? Unter 0 Grad. Ach, unter 0, okay, dann nimm mal. Ja, mach Beweisfoto vom Buch. Ah, ich habe keine Kamera. Habt ihr? Das haben wir gerade. Also habt ihr schon, okay. Was müssen wir jetzt machen? Fingerabdrücke habe ich keine gesehen. Orb haben wir. Ja, auch nicht. Wir haben Buch. Er hat doch geantwortet, oder? Hat er geantwortet? Nicht, dass... Hat er die Geisterbox geantwortet oder nicht? Mhm. Auf dem, welchem Tisch den Fingerabdrücke? Fingerabdrücke habt ihr gesehen? Nee. Sind hier irgendwo Fingerabdrücke? Sind nicht wo? Guck mal auf dem Buch hier, sind da Fingerabdrücke? Ach, wir bräuchten das Salz vielleicht sonst, aber nee, die Fingerabdrücke sind eigentlich an. Ich hab gehört, Türen, Lichtschalter oder. Geisterbuch? Geisterbuch hat. Aber wir haben Geisterbuch, dann haben wir alles. Nur wir haben Geisterbuch, sicher? Geisterbuch? Das andere. Ah, das sind die Bilder. Hatten wir? Oh, okay, also hat Max hier recht. Ich komme. MF?
war Stufe 3. Okay, EMF. Also EMF okay, und EMF, ne? Ja. Und auch Angst. Komm, wir machen hier Agro. Okay. Und dann opfern wir wen von euch? Werde ich den nehmen? Naja, Ju, entweder du oder ich werden sterben, weil Maxi hat die höchste Sanity. Der hat sich 2 Pillen gegeben. Okay, echt jetzt? Mach ich den sauer. Ja. Okay. Soll ich den EMF wieder dann nehmen? Dann kann ich schnell schreien, ob er kommt oder nicht. Kannst du machen, ja. Musst du nur hinwerfen. Dann nehme ich es genug. Halt nur Ju. Ach, der Digga. Wie? Okay, Leute. Stellt euch hinter mich, oder? Ein Meter. Mhm. Und jetzt mach ich ihn sauer, ne? Okay. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Genau, er kommt schon. Psch. Wer wird sterben? Das ist true. Nein! Warum ich? Nein, warum sterbe immer ich? Genommen. Das ist aber auch nicht im Gefrier. Wie du rausgespawnt bist aus dir. Armer Ju, okay, ich hab angestellt. Ey, warum werde ich immer geopfert? Ich brauch keine Gefriertemperatur. Ich brauch keine Gefriertemperatur. Was ist das? Was ist das? Das niedrigste, aber niemals Minus. Was ist denn mit mir passiert, ey? Gar nicht angegangen, ne? Nee, gar nicht, 0%. Ich kämpfe noch vor dem Geist. Ich hab mit ihm reden. Boah, der ist Genick gebrochen. Komplett Genick genommen einfach. Nur die zwei Sachen sein können, vielleicht noch irgendwas. Genug. Weil dann habe ich das Gefühl, dass das EMF vielleicht das ist, weil die Gefriertemperaturen hätte ich erwartet, dass es jetzt schon. Ich glaube auch. Lass mal zurück. Lass mal EMF sagen. Wo wir sterben? Ach ja, Fotografie. Genug? Ja. Warum ist es so leise? Hörst du mich nicht? Ja, das backt manchmal rum. Super leise. Du schaffst uns. Was? Also ist wahrscheinlich EMF, denke ich. Gell, Ju, es ist EMF. Alle immer auf die Asiaten und Halbtürken, ja, Mann. Ja. Selbst wenn du ihn aggro machst, der kommt nicht rechtzeitig an. Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary. Komm da. Bloody Mary. Komm doch. Bloody Mary. Mein Chat hat jetzt Gefriertemperatur, aber der Arme. Hab ich letztens ja schon runtergeladen gehabt, weil es derselbe ist. War nicht, da war kein kalter Arme. Ah, perfekt. Warum sterben eigentlich immer die gleichen die ganze Zeit? Ja, weil ihr mich immer opfert. Ich werde immer geopfert hier. Ich glaube, der ist hier. Ja, absolut. Gut, was hatten wir jetzt? Boah, aber Fufus Sanity ist auch bei 0. Geisterorb, Geisterbuch und EMF. Der wäre der nächste gewesen. Ich habe nicht das Gefühl, dass es Dings. Mein Chat sagt, die doch angemacht. Gefriertemperatur. Dann mach das doch. Ich sag, das ist EMF. Ich auch. EMF. Alter, wenn ich jetzt verkacke. Okay, let's go home. Ich will noch eine Runde. Ich will mal nicht sterben. Wir könnten auch noch Sonnen machen. Ich auch. Das war Spaß. Ich will. Wir müssen bald sterben. So. Ich komme in die Phasmo-Welt rein, Leute. Langsam verstehe ich dieses Spiel. Ein Shade. Ha. Es war ein Shade. Es war ein Shade. Ich habe $30 verdient. Ja, du nicht. Ich bin immer noch Level 2. Schade. Schade. Shade. Shady. Wir sollten Juma die 2 pinnen lassen. Ey, super gerne, ne? Dann stirbt er nicht immer. Hey, ihr seid super. Also ich habe kein Geld mehr. Das muss jemand von euch ausgeben. Nee, ich will investieren irgendwann in was anderem. Oder was soll ich kaufen? In den Staubsauger. Ich kann was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Alles. Ja, alles? So viel Geld habe ich nicht, ne? Also. Ich habe 700, Alter. Ja, dann hau mal raus. Wir brauchen auf jeden Fall starke Taschenlampen noch eine. Wir brauchen auf jeden Fall. Nee, starke, würde ich sagen. Gnu, was noch? Ich habe $162. Heute geht alles auf mich. Ich guck gerade Geisterbuch. Können wir Salz kaufen? Bringt das was? Salz, ja. Kauf. Okay, ich glaube, dann haben wir alles. Ja? Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Anfänger. Einfach Crack geht erst ab Level 5. Hä? Verdammt, die haben das jetzt geschafft oder nicht? Jedes Mal gewonnen? Ja, aber man kriegt ja, ich auf Profi jede Map halt weniger. Man kriegt auf Profi weniger Geld, deswegen farmen.
Anfänger ist manchmal schwieriger als Profi. Also ist nicht andersrum? Anfänger, nee, wenn du Anfänger manchmal schaffst, dass er geistig handelt, kriegt er dich viel eher als bei Schwer. Das ist total komisch. Ich glaube, das ist ein Bug. Drückt mal alle bereit, meine Kinderchen. Achso, ich habe gefehlt. So. Ich nehme Sanity-Pillen jetzt. Was ist das denn eigentlich hier für ein riesen Tampon da hinten? Das ist ein Burrito. Ich lasse euch mal kurz allein, ich gehe mal kurz. Und den EMF-Reader. Ich habe jetzt... Georg Davis. Wenn wir allein sind zu antworten. Nehmt mal alle die Kopfkamera. Machen Sie ein Foto von mir. Das Geile bei Anfänger ist, wir haben jetzt 5 Minuten Zeit, bevor er uns angreifen kann. Vielleicht schaffen wir es in 5 Minuten, alles zu finden. Fufu lassen wir einfach dann da. George Davis, Georg Davis, töte alle anderen, außer mich. Danke. Georg Davis. Wie alt bist du? Georg. Gib uns ein Zeichen. Georg Davis. Geisterbox bringt erst was, wenn wir den Raum haben. Georg Davis? Hallo? Oh, hier ist schon Waschbecken an, Leute. Hört okay. Mein EMF-Reader hat sich gerade gemeldet. Ja, dann ist er ja unten, oder? Der ist, Er ist hier, oder? Kannst ja. du jemanden fotografieren? Ich hab leider keine Kamera. Ja, er ist hier. Hier, okay, der ist hier drin. Ich dachte, wir spielen auf Anfänger. Wir spielen auf Anfänger, warum habe ich immer noch so viel Angst? Bloody Mary. Fingerbrötchen hinterlassen, Armbuch. Georg Davis. Hey. Schreib in das Buch. Aha, hier unten. Im Müff wieder steckt ein bisschen. Nee. Ja, der ist hier im Flur. Das ist nicht gut. Sollen wir das Buch hier auf den Boden stellen? Ich hab das Buch hier schon in den Waschraum. Du hast das sehr gut gemacht. Und hat jemand von euch Fingerabdrücke, die Taschenlampe? Ja, hab ich. Könnt ihr alles, was aufgeht, anleuchten. Ja, alles, mach ich. Berührt, Türen, perfekt. Da, eine Hand. Ja! Genug. Das heißt. Ich hab kein Apparat dabei. Komm weg! Warte mal, leuchtet es drauf? Ich will ein Foto machen. Kann ich. So, Fingerabdrücke. Fingerabdrücke. Guck mal, ich hab das Spiel komplett verstanden jetzt. Und das Waschbecken hast du es auch fotografiert, Maxi. Ja, hab ich fotografiert. Hallo? Aha. Er ist hier drin. Ein Beweis. Minus 1 Grad. Wir haben Minus. Am Minus 1 Grad. Minus, ja. Und der Merkwürdiger schlägt auf 3 aus, oder? Auf 2 bei mir. Ja. Will mal jemand kurz in den Van gehen und durch die Kopfkameras gucken, dann bleiben wir hier mal drin und schauen, ob Orbs da sind. Wir müssen ein Bild von ihm machen. Das bringt Punkte. Mir ist es egal. Habt ihr noch die Geisterbox? Kann mir jemand vielleicht die Geisterbox geben? Ah, warte, ich will auch mal mit denen reden. Okay, dann mach das. Hast du einen Fragen genug? Wie alt bist du? Was trägt der? Was trägst du für Klamotten? Wie heißt du? Oh, er kommt. Magst du... Kurze Frage. Antwortet der Geist alleine nur? Dann müssen wir Maxi allein lassen. Maxi, Licht ciao. Maxi. Wie alt bist du? Oh, er hat geantwortet. Er hat gesagt, er tot. Alles gut. Gehen. Wir haben alles. Gesagt. Es ist ein Gespenst. Raus hier, das ist ein Ehrenschlimmste. Hey Maxi, ohne jetzt komm an, scheiß dich. Was haben wir für Beweise? Ja, wir haben's. Alte Dolch gesagt, es ist Geisterbox. Ich habe keine Orbs gesehen, aber. Die Friertemperatur? Weiß nicht. Und Fingerabdrücke, wir haben alles. Wir haben alles? Aber. Wir haben alles. Warte, was ist das? Aber wir haben. Das war doch viel zu einfach, oder? Wir können aber noch ein Bild von ihm machen. Wir können ein Bild noch von ihm machen und sich Zeit. Und Zeit. Geisterbox, ein Gespenst. Zeit und Foto können wir noch machen, für mehr Geld. Wenn es ein Gespenst ist, der kann doch gar nicht durch Salz gehen, oder? Doch, seltsamerweise schon. Okay, dann gehen wir 100% rein, oder? Oh, okay. Was ist unsere Mission jetzt? Foto machen und Salz streuen, das mache ich kurz. Geil. Tschüss, ich hab's gesehen. Was hast du gesehen? Maxi, das ist ein bisschen Crack genommen. Hat nicht funktioniert scheinbar, das müssen wir nochmal machen. Nee, ich hab noch keine Fingerabdrücke gesehen. Achso. Wenn ich richtig drauf leuchte. Machen wir nochmal ein Bild. Georg Davis, komm doch. Du leuchtest nochmal drauf auf die Tür. Hier. Wo ist das?
Geh mal weiter weg. Ah, oh, Taschenlampe aus. Nee. Ah, da, ja, ja, da sind welche. Taschenlampe. Keine Ahnung, ob man das sieht. Also einer muss Taschenlampe ausmachen. Ja, Geist. Ja, hat funktioniert. Doch, wir haben Fingerabdrücke. Wir können das Salz hier packen. Haben wir schon. Und jetzt machen wir ein Akku. Wo ist Salz? Hier unten? Wie heißt der? Georg Davis. George Davis. Bloody hell. Du bist scheiße. Du bist ein Stück Scheiße. Komm doch, Georg Davis. Du Stück Kacke. Oh, hier ist Knochen. Oh, ein Knochen. Aufheben, sehr schön. Bist schlecht, Georg. Ich krieg den nicht gehoben. Warte, ich mach's. Du bist absolut Mist in Töten. Du kannst nicht, denn du bist ein Gespenst. Gespenster sind schlecht. Georg Davis. George Davis. Öffne eine Tür. Das hat die Frage, wie man ihn ausspricht, ne? Öffne eine Tür. Wie in der Irrenanstalt. Ich glaube eher, wir sind die Dämonen hier. Georg Davis. Ja, er hat die Tür geschlossen. Er hat die Haustür geschlossen. Ne? Oder? Wann wir das? Die war auf jeden Fall zu. Schließe eine Tür. Georg Davis. Schließ dir die Haustür. Georg Davis, lauf, mach mal hin. Lassen wir ein Foto von dir machen. Sicher, also, dass er nicht schon verstört ist und Angst. Ja, ich glaube, der ist abgehauen. Er ist in einem anderen Haus jetzt. Gleich stirbt er wieder. Ja, er stirbt ein zweites Mal einfach gleich. Mit uns Verrückten hier. Georg Davis. Georg Davis, du bist echt scheiße im Töten. Georg Davis. Anhänger ist echt leicht. Das ist sehr peinlich. Angst. Sehr, sehr peinlich. Ich habe Angst. Peinlich, wie schlecht du bist. Du bist wack. Warte, kann er überhaupt angreifen schon? Es sind die 5 Minuten um. Da war was. Ja. Ich guck mal kurz. Hä? Ja, genau. Da, okay. Ich würde sagen, dass er jetzt irgendwie gerade wegen dir kommt. War. Georg Davis. Ist nur noch ein. Nee, das ist 3. Also der EMF-Reader, der geht auf Stufe 2, wenn ich weiter nach vorne gehe. Aber ich würde ungern jetzt sterben, weil ich will alle Punkte haben. Und ist die Zeit schon um? Achso, Zeit gibt's ja auch noch. Person allein zur Antwort und ganz wichtig, wenn er handelt, geht weg von den Türen und Wänden, weil er kann auch durch Wände und Türen glitschen. Jetzt kommt dann lache ich halt, ne? Einfach so eine wirklich Irrenanstalt gerade. Richtig Paparazzi-Style hier, stimmt. Davis, du bist scheiße für das deutsche Vaterland. Okay, ich gehe wieder raus. Ciao. Georg Davis. Also langsam ist aber traurig hier. Also kein von uns. George Davis. Recht und Freiheit. Hilfe! Oh mein Gott! Guck mal, wie hilflos ich bin! Bitte töte mich nicht! Oh nein! Guck mal, wie ich mich drehe! Bitte töte mich nicht! Bloody Mary! Ich hätte so Angst als Geist! Ich würde wegrennen! Ja, stell dich mal da hin und sag das vor ein Spiegel, Maxi! Georg Davis! Georg Davis! George Davis! George Davis! George Davis! Bloody Mary! Bloody Mary! Bloody Mary! Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Georg Davis, Georg Davis, Georg Davis. Oh mein Gott, er ist Finger, alles durch Salz gelaufen, Foto. Oh, echt? Ja. George Davis. Schwein, zeig dich, lass dich shooten. Jetzt lass uns ein Bild von dir machen, das kann doch nicht sein. Kommt er nicht wegen Licht? Können wir mal gucken, was für eine Stadt. Lass mal alle Licht ausmachen, oder? Welche? Warte, Gespenst ist es, ne? Ja. Warte mal, ich schau mal. Ich mache eine Lampe aus. Giftige Reaktion zu Salz. Er hat eine giftige Reaktion zu Salz. Toll gemacht, Leute. Ja. Ah, warte. Was ist? Er hat eine giftige Reaktion zu Salz, steht da. Bei den Schwächen. Ach so, das heißt? So. Also haben wir ihn eh schon ausgetrieben. George Davis, ja, George Davis, Georg Davis, Georg Davis. Georg Davis. Davis. Was ist los mit dir? Du stinkst. Du bist schlecht. Keiner mag dich. Oh mein Gott, das Licht flackert. Es sagt sie gerade, ich setze. Ach, oh Leute, er antwortet ja nur alleine. Wir dürfen nicht zu viert hier rumgeiern. Ach so.
Also wir müssen ein bisschen nach hinten und Maxi macht es. Maxi, wir sind bei dir. Maxi. Bin immer ready für das Fotoshooting. Viel Spaß. Was ist denn das hier mal? So ein... Kannst du bitte kommen? Jörg, David, ich möchte dich sterben. Er ist sogar höflich. Wow. Nach hinten, sonst kommt er nicht. Ich möchte sterben, Jörg, bitte. Töte mich. Töte mich, Jörg. Komm. Ach, das bezieht sich nur zur Geisterbox, okay. Trotzdem. Ja, so. Wenn du mich töten möchtest. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Hier vorne. Hallo. Loser, du kannst nicht. Ich. Du bist erbärmlich. Ich habe Angst. Ich bin erbärmlich wie deine Geschwister. Ich habe Angst, oh nein. Ah. Kann man jemand die ganzen Trigger-Lotter reinschreiben? Ich habe auch Angst. Also, ja, aber Bloody Mary ist halt eigentlich einer der Wörter. Und sonst sind das Ausdrücke, die du wahrscheinlich nicht auf Twitch sagen willst. Auf dem Boden da, vielleicht kommt er deswegen nicht. Gang ist Salz. Oder wir können auch in einen anderen Raum rein. Geh doch vielleicht mal in, da hinten in den hintersten Raum. Soll ich da reingehen? Ja. Alleine aber. Du willst ja sterben, oder? Mhm. Bloody Mary! Hey, mach nicht diese! Georg Davis! Weißt du, hast dir öfter in Salz reingetreten. Ich hoffe, das stört dich nicht. Ich habe Angst, das macht mir Angst. Es ist unheimlich. Hä? Horror, erschreckend, Panik, Schreck. Das ist unheimlich. Ich hab Angst, Hilfe! Hand, Kill, Panik, scheiß Spiel, reagier endlich. Dachte, ich hab eine Tür gehört. Du reagierst niemals. Er hat das geschmissen, gell? Ich glaube, da kommt nichts mehr, oder? Nee, komm, wir gehen. Der hat ja gar keine Luft irgendwie. Aber klang mein Geräusch schon wie der Geist? Ja, schon, oder? Ja, ich habe kurz gedacht, er kommt. Das heißt, du ganz toll gemacht. Ach, wir haben auch noch voll viel Sanity, oh mein Gott. Ach, ja, viel zu viel, deswegen vielleicht. Wir brauchen mehr Angst. Ja, weil es braucht auf Anfänger halt ewig. Okay, dann lass uns jo. Ran, wir haben es alle eingetragen. Ne? Der arme Geist hatte eine Existenzkrise. Ja, auf jeden Fall. Ey, der ist so glücklich, dass wir weg sind. So, Alter, wie viel Level steige ich? 2-3 mindestens, oder? Wie viel Gold, Geld bekomme ich? $60 nur? Ach, was? Hat nur Anfänger, ne? Ja, ich habe eben 370 bekommen oder so, als wir Profi gespielt haben. Ja, ein Level. Okay, haben sie geändert. Okay, dann füllen wir nochmal auf und wir gucken noch, was wir machen können. Wir könnten das Farmhaus machen auf Profi, das ist auch lustig. Ja, Profi. Genau, wir brauchen noch wieder 4 starke Taschenlampen, das ist ganz wichtig. Yeah. Ich weiß nie, was jetzt drin ist. Ich gucke gerade. Ich glaube, dass hier 2-4 Taschenlämpchen, Temperatur-Dinger ganz gut werden. Thermometer. Wir haben 2 Thermometer und wir haben 2 EMF. Okay, Kopfkamera haben wir auch. Passt. Och, ist ätzend. Bereit, Kinder, bereit. Ich habe Basketball gespielt, aber ich habe nicht getroffen. Jetzt soll ich das nicht jetzt June nennen und nicht mehr You? Ja, aber ab und zu kommt nochmal so ein falsches You raus. Soll ich dir jetzt dankbar sein, dass du meinen Namen einmal richtig aussprichst? Ja, Julian. Ja, Lian. Ja. So, ich will kein Knicklicht. Nee. Christopher Johnson. Christopher Johnson heißt er? Okay. Christopher Johnson. Was sind das immer für kranke Namen, Alter? Dwayne The Rock Johnson können die ihn auch direkt nennen, ey. So eine alte Hütte. Jetzt kriege ich hier Pacify Kick hier. Ich hab EMF. Komm. Komm. Erstmal der Temperatur herausfinden. Komm. Walla, ich küsse deine Augen. Lach mir. Walla. Christopher Johnson. Where are you? Gib uns ein Zeichen. Temperatur, ne? Wusstet ihr, dass wenn man die Kuhpuppe hochhält und fallen lässt, dass die Richtung Geist fliegt? Oh, das habe ich gehört, aber muss man da nicht irgendwas machen mit, richtig? Noch? Okay. Hi, gib uns ein Zeichen. Keine Angst. Christopher Johnson? Überall ziemlich warm, kannst du vielleicht ein bisschen kälter machen.
Christopher Johnson. Christopher Johnson. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Christopher genau, Johnson. Genau, im Eingangsbereich. Oh. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Da, ich hör was, ich hör was. Beim Einball. Ach, dieses komische Gerät von euch immer. Ist er hier? Ja, nee, ich bin gerade bei mir gerade. Christopher Johnson? Hi, gerade, nein, meinst du, hier ist kalt. Hier, das ist genau vor der Tür irgendwie. Ja. 2 Grad? Das waren gerade 2 Grad. Telefon, Telefon! Ein Zeichen! Schnell, ich habe ein Foto gemacht vom Telefon. Das ist ein. EMF geht dann mit EMF hier hin, weil es war ein Zeichen. 2? Wie viel? 2 aus. 2? Okay. Ihr müsst. Das Problem ist, alleine. Wollen wir das Buch nicht genau hier davor legen? Ja, ihr müsst auch gleich mal ganz kurz weg, weil ich muss mit dem alleine reden. Okay. Minus 1. Dann Gefriertemperaturen ist schon Beweis. Ich wollte alleine mit ihm sein. Ich hol mal noch andere Sachen. So mutig. Hinter dem Fenster, guck mal. Vor Fenster. So. Wenn wir jetzt sehen, dass Gnu abgeschlachtet wird, dann würden wir einfach dann abhauen, oder? Ja, klar. Hey, ich glaube, einer von euch muss mit ihm reden. Der antwortet nur auf gewisse Personen. Ich mach. Ich bin mutig. Okay. Bist du? Ja. Warte, du brauchst das hier. Ich leg's dir. Siehst du das im Gang unter dir? Ja. Das ist meine Aufgabe. Gib mir ein Zeichen. Hallo? Christopher Johnson. Hey, du musst die richtigen Fragen stellen. Frag ihn, wie alt er ist. Wie alt bist du? Und du musst rechts gedrückt halten, sodass das Rauschen immer da ist. Wie alt bist du? Bist du da? Bist du da? Aber er mag dich nicht. Bist du da? Ja, doch, doch. Yes. Oh mein Gott, ich hab ihn gehört. Boah, ich hatte Angst zu reden. Was er gesagt hat, der hat gesagt... Aber der hat kein Wort gesagt, oder? Nee. Gru hat geatmet anscheinend, aber das zieht nicht jetzt. Und der hat eine Tür zugemacht. Ich hab die Tür aufgemacht. Schmeiß mal die Box auf den Boden. Also ganz kurz, muss ich gedrückt halten irgendwie? Nö, einmal drauf drücken, die Box anmachen. Und das muss rauschen und dann kann ich reden, ne? Ja. Und du musst ihn halt fragen, wie alt bist du und sowas. Und dann gibt er mir eine Antwort und was mache ich dann, wenn er sagt, ich... Mal das mit den Räucherstäbchen nochmal. Nee, mal nicht jetzt, weil es nicht so... Das macht er immer am Ende. Oh. Funktioniert eh nicht. Doch, eigentlich schon. Ich hab eine Frage, kann einer mit euch... Ja? Guck mal kurz durch meine Kopfkamera. Kann einer von euch kurz mitkommen auf den Boden leuchten, weil ich muss jetzt mein Licht ausmachen, dass er Orbs anbauen kann. Und wenn er handelt, müsst ihr mir Bescheid geben. Hallo? Wie alt bist du? Also, macht mal alle euer Licht aus. Bist du da? Merkt ihr auch hinter mich und dann auf den Boden leuchten. Sollen wir gehen? Angst. Boah, reicht mir. Mit Angst. Ich schau bei dir gerade, aber da ist nichts passiert. Nee. Warte. Richtung. Bist du da? Kannst du uns hören? Nicht. Wir redeten mit dir nur, wenn du alleine bist. Ich glaub nicht, dass Geister Orbs. Ich hör was. EMF schnell. EMF. Ich hab EMF. 2.
Per Kamera mehr. Wie alt bist du? Hä? Du sagst mir, dass er nur redet, nur allein bist? Ja, das hat er mir verstanden, nicht erkannt. Also, jetzt habe ich ihn aggressiv. Wenn ich hier dran gehe, sterbe ich, ne? Ich will es so gesagt haben. Hey. Wo ist die Taschenlampe für Fingerabdrücke? Boah, mach doch nicht zu immer. Wo ist denn die Taschenlampe für Fingerabdrücke? Hab ich. Guck mal gleich das Radio an und will nicht mit mir reden. Die ganzen Türklinken, ich komm mit. Mach mal Licht aus. Genau, auch den Lichtschalter gern anschauen, alles was er angetatscht haben könnte. Oder hier an hier ist so ein Lichtorb. Ah ne. Diese Kamera wird hier hingestellt. Die hatte ich hingestellt. Genau. Hier vielleicht die Fenster schreiben. Ich darf nur rum. Hier sind nirgendwo irgendwelche Fingerabdrücke. Und hier hinten ist hier vielleicht was? Vielleicht hinter der Tür. Hallo? Warte. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Nee. Ich hol mal Salz. Ich hol schnell Salz. Nee, nix. Was haben wir jetzt eigentlich schon alles? Ich muss rein. Hey, was haben wir jetzt alles? Nur Gefriertemperatur. Schwach. Kann ich nochmal die Geisterbox haben? Geisterbuch macht er auch nicht, ne? EMF, kommt mal kurz her mit EMF. Okay, ich lasse euch ganz kurz allein. Ich muss einmal mega stark auf Klo. Deine Fingerabdrückchen. Ich glaube, er ist tot. Er hat einen Herzinfarkt bekommen. Ich schaffe es nicht. Ginge nicht noch morgen. EMF ist auf 2 gerade, Leute. So. Geh mal rein. Wer? Krieg ich deine Fingerabdrückchen? Ja, nicht, ne? Nee, hier ist höher. Genau an der Tür ist höher. Dann steht er wahrscheinlich genau öffne hier. Öffne die Tür. Da war was. Schließ die Tür. Gib uns ein Zeichen. Oh, hey. Guck mal, ob er hier, ob was ist hier? EMF. Hi. Guck mal, ob hier irgendein Fingerabdruck ist. Hat die Taschenlampe dafür aus, dann sieht man es besser. Oh. Der macht doch immer Licht an. War das nicht so ein gewisser Geistertyp, der, ich glaube, man muss immer Licht ausmachen, sonst passiert gar nichts. Wieder. Sind wir vielleicht im falschen Raum oder so? 5, okay. Okay. EMF 5 haben wir. Wir haben EMF 5. Also, es kann jetzt nur noch Banshee, Phantom, es kann nur Banshee und ein Phantom sein. Brauchen wir dafür? Für Banshee brauchen wir. Phantom brauchen wir noch Geisterorbs. Also ja, Geisterkugeln und für Banshee brauchen wir Fingerabdrücke. Es sind nur noch Fingerabdrücke oder Orbs. Okay, Fingerabdrücke, glaube ich, könnte es nicht sein. Das ist ja nirgendwo ein Fingerabdruck gewesen, obwohl der schon hier war, oder? Kannst du mir mal kurz dein Taschenlämpchen geben, du? Dein Fingerabdrückchen. Ungern, aber hier. Genau, und dann gucken wir mal nochmal drauf. Bei Osten komm! Nicht. Komm, Junge, komm! Oh, come on! Komm, Mann! Bist du da? Mach keinen Miesen, komm rüber! Bloody Mary. Wir brauchen nur noch Geisterorbs. Ich würde die Geisterbox aufmachen, das triggert den immer. War der Geist? Ah, hier, da ist doch ein Fingerabdruck auf der Tafel. Seht ihr das? Ich hab ein Foto. Da ist so ein kleiner Fingerabdruck. Ach, du hast recht. So klein können die sein. Ja, okay, dann, sorry. Yeah. Ja, das hat wir gezählt. Haben's. Banshee. We are the champions, my friend.
Ja, der war halt null aggressiv. Der war gerade eben aggressiv, Leute. Fighting. Alter, meine Sanity ist low as fuck. Nee. Ach, sonst glaube ich keine Runde mehr zu. Gehört? Nee. Ja. 165. Oh ja, Level 5. Das hat Spaß gemacht. Ach, ihr seid schon alle raus. Ja gut, dann gehe ich auch raus. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Da Jutta Börek war auch schon alle bald.